So, nachdem ich mit euch letztes Mal darüber diskutiert habe, wie man unterschiedliche Plattformen mit F1 2018 vergleichen kann untereinander, geht es heute mal endlich wieder weiter mit einem weiteren Karrieremodusrennen und heute steht der zweite Lauf der zweiten Saison mit dem Red Bull an. Wir sind heute beim großen Preis von Bahrain angelangt. Tja, und was soll man noch groß zum Saisonauftakt in Melbourne sagen, welchen wir letztes Mal gesehen haben? Es gab zwei Safety-Car-Phasen und ja, unter einer Safety-Car-Phase hat uns dann der Boxenstopp mehr oder weniger das Genick gebrochen. Deswegen würde ich nicht behaupten, dass dieses Rennen unbedingt aussagekräftig ist. Hier beim großen Preis von Bahrain sieht das alles auch nicht viel besser aus, denn wir erinnern uns an die letzte Saison und wahrscheinlich auch an viele andere Saisons. Bahrain ist in F1 2018 wirklich extrem hart, also das ist mit auf jeden Fall die härteste Strecke, was die KI angeht. Denn ja, ich habe sogar das Gefühl, dass im ersten Sektor vor allem, dass da irgendwie so ein kleiner Bug vorherrscht. Denn so schnell wie die hier sind, das ist echt nicht normal. Das werden wir im späteren Verlauf des Videos auch sehen. So, jetzt habt ihr gerade mal kurz gehört, wie mein Stift auf den Boden gefallen ist. Nee, Spaß beiseite, das war halt wirklich der Stift, aber wir wollen jetzt wieder zum Video kommen. Im letzten Video haben mich mindestens zwei Leute darauf angesprochen, dass ich mal diesen Teamvergleich in das Video mit reinpacken soll, da wo man sehen kann, okay, auf welcher Position befindet sich jetzt gerade zum Beispiel Red Bull, Ferrari, Mercedes. Tja, und wenn ihr jetzt nochmal zu Sekunde 8 bzw. Sekunde 9 zurückspult in diesem Video, dann werdet ihr kurz genau diese Tabelle sehen. Ich habe es leider nicht länger hingekriegt, bzw. hatte ich dieses Video schon gedreht, bevor ich darauf aufmerksam gemacht wurde. Ich werde das auf jeden Fall nächstes Mal ja, ein bisschen länger zeigen. Ich habe jetzt hier dieses Rennen in Bahrain auch noch so ein bisschen hinausgezögert, weil ich folgendes Problem habe. Ich wollte halt das Upgrade auf die Xbox One X machen, nur die Xbox One X hat jetzt massive Lieferprobleme. Ich warte jetzt auf das Teil schon fast 3 Wochen und ja, das Problem ist, meine alte Xbox, die ist jetzt schon verkauft. Bedeutet im Umkehrschluss, ich habe jetzt momentan gar keine Konsole mehr und das ist jetzt das letzte Rennen, was ich quasi vor Verkauf meiner alten Konsole gedreht habe und deswegen, ja, zeige ich es euch jetzt und hoffe, dass ich dann innerhalb der nächsten paar Tage meine neue Konsole kriege, sodass ich dann direkt weitermachen kann. Und kleine Information für euch an dieser Stelle, das nächste Rennen beim Großen Preis von China wird endlich mal ein 50% Grand Prix sein. Da haben ja schon viele von euch sehr lange drauf gewartet, höchstwahrscheinlich. Und ja, da wird es endlich mal so sein, denn wie gesagt, Großer Preis von China ist ja bekanntermaßen mit, oder sagen wir mal eigentlich meine Lieblingsstrecke. Da habe ich mir gedacht, da will ich mich mal nicht lumpen lassen. So, bevor ich es gleich wieder vergessen sollte, hat das letzte Karrieremodus-Rennen beim Großen Preis von Melbourne ganze 61 Daumen nach oben erreicht und das ist wirklich extrem erfreulich. Würde mich freuen, wenn die heutige Folge auch so in die Region kommen würde. 60 Daumen nach oben, das wäre auf jeden Fall richtig nice von euch. So, und dann nächstes Mal beim großen Preis von China, wenn ich dann endlich mal meine Xbox One X habe, will ich dann beim 50% Grand Prix auch mindestens die Hälfte der Daumen nach oben sehen, die für 50% Saison in dieser Karriere gestimmt haben. Wenn das nicht kommt, dann fühle ich mich halt echt verarscht von euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Soweit sind wir allerdings noch nicht. Jetzt geht es erstmal um die Positionierung zum großen Preis von Bahrain. Die Startposition, wir sehen Q1, kommen wir mit unserer letzten Runde auf den 13. Platz. Und das muss man sich mal überlegen. Wir sind auf dem Papier laut Leistungsvergleichstabelle das schnellste Team, aber sind jetzt hier gerade mal auf den 13. Platz gekommen. Und ja, beim großen Preis von Melbourne haben wir da auch nicht wirklich viel gesehen, denn Ricciardo ist ausgeschieden und ich, ja, ich bin irgendwo in den Punkten gelandet, aber jetzt auch nicht wirklich toll, hätte auch besser sein können. Tja, und wenn man nochmal auf den Leistungsvergleich guckt, dann sehen wir auch, dass Red Bull vor allem im Bereich Antrieb super schlecht ist, was so viel bedeutet, wie diese Strecke kommt diesem Auto in der Theorie überhaupt nicht entgegen. Und ja, deswegen habe ich auch zu Beginn des Videos gesagt, das wird hier wirklich ein extrem hartes Pflaster. Denn wie man hier sehen kann, geht es hier extrem lange geradeaus und da hat der Red Bull wirklich die größten Schwächen. Aber wir haben eben nach Q1 auf jeden Fall schon mal gesehen, wie krass der Zeitenunterschied in bestimmten Sektoren ist, vor allem im ersten Sektor. Und ihr habt gesehen, ich bin den Sektor jetzt nicht wirklich schlecht gefahren. Also, dass ich da wirklich so viel Zeit verliere, ist wirklich höchst unrealistisch. Und der zweite Sektor war jetzt auch im Vergleich zu Ricciardo nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Jetzt wollen wir uns aber erstmal auf die fliegende Runde hier in Q2 konzentrieren. Es geht um den Sprung in die finale Qualifying Session. Den ersten Sektor haben wir wieder massiven Rückstand auf Valtteri Bottas. Das sind über 6 Zehntelsekunden, die wir da wieder im ersten Sektor alleine verloren haben. Obwohl es da eigentlich, ja, eigentlich nur eine Bremszone. Dann geht es geradeaus und dann geht es in die Rechtskurve rein. Und da verlieren wir 6 Zehntel. So, jetzt geht es hier auf die kurze Gegengerade, dann geht es in die links, links, rechts, rechts. Vierter Gang, 160 km/h wieder hochbeschleunigen bis auf über 280, bis es dann gleich wieder in die Bremszone geht. Wir sehen 1,1 Sekunden Rückstand auf Valtteri Bottas.
Und Red Bull soll das beste Auto sein, alles klar. Letzte Kurve. Ah, sitzt nicht ganz, hätte man ein bisschen besser nehmen können, ein bisschen zu tief reingegangen. Wo bleibt die Zeit stehen jetzt am Ende dieser Runde? Es ist eine 1:26.0, wenn ich das richtig erkannt habe. Reicht das? Nein, das reicht nicht. Es ist nur der 15. Platz hier beim großen Preis von Bahrain. Schauen wir uns hier den Zeitenvergleich an. Wir sehen Bottas mit einer 24.6 und wir fahren eine 26.0, fast 1,5 Sekunden langsamer. Und Ricardo auf den Softreifen mit einer 25.1. Alles klar. Fährt im ersten Sektor eine 27.0 in der ersten Runde. Alles klar, auf den Softreifen. Das will ich mal gerne sehen. Schaut euch das mal an. Er fährt eine 27.0, dann die schnellste Zeit im Mittelsektor 26.3 und eine 21.1. Und wenn wir jetzt mal überlegen, die 27.0 wäre er auf den Softreifen in seiner schnellsten Runde gefahren, dann wäre das ja fast sogar schon die Pole-Zeit gewesen. Alter Schwede. Wie fährt er denn im ersten Sektor eine 27.0, wenn ich da eine 27.6 fahre? Also das ist schon echt krass, muss man sagen. Und ja, das, also, ja, ihr habt die Runde ja selber gesehen, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da jetzt so unglaublich schlecht durchgefahren bin. Und dass dann der Teamkollege da einmal 6 Zehntel aufbrummt auf den langsameren Reifen, das ist schon echt brutal. Wie du auch sei, ich will mich nicht weiter darüber beklagen. Wir gehen jetzt rein in den großen Preis von Bahrain. Wir starten von der 14. Position wegen einer Strafversetzung. Hinter Esteban Ocon auf den Softreifen haben wir einen super schlechten Start, verlieren hier das Auto fast in der Beschleunigungszone, weil einfach der Grip auf der Hinterachse fehlt und da verlieren wir einiges. Wir sehen Van Dorn hier mit der ultimativen Divebomb, geht direkt von P, weiß ich nicht, 18 auf P10 nach vorne. So machen das normalerweise immer die menschlichen Spieler. Jetzt hier Räikkönen, da kommen wir nicht vorbei, jetzt aber hier vielleicht nächste Kurve die Innenseite. Ja, deckt da ab, deckt da ab. Oh, leichte Berührung zwischen Gassi und Räikkönen. Fahren da fast den Räikkönen rein, jetzt Rad an Rad in die S-Kombination. Sind auf der Außenseite und es reicht sogar, um vorbeizukommen oder auch nicht. Ah, es reicht doch am Ende. So, jetzt sind wir von P14 auf jeden Fall schon mal einige Positionen nach vorne gekommen, nämlich zwei an der Zahl hinter Pierre Gasly und Stoffel van Dorn. Wir sehen Gasly hier. Dann nutzen wir die Gelegenheit in der Bremszone, weil der Toro Rosso da wirklich unglaublich langsam wurde und ja, stechen einfach vorbei. Ich würde sagen, aggressives, mutiges Manöver, aber durchaus machbar. Sind wir auf P11, hinter Stoffel van Dorn, der zu Beginn wirklich dieses unglaubliche Manöver gestartet hat. Lewis Hamilton mit einer 28.6. Was momentan die schnellste Runde des Rennens ist. Wir waren eine 35.8. Das bedeutet im Umkehrschluss, der Abstand beträgt momentan so circa 7 Sekunden zu Lewis Hamilton. Ja, wir sehen, Van Dorn zieht auf jeden Fall ein bisschen weg. Man muss aber bedenken, wir sind hier auf den Softreifen unterwegs, nicht auf den Supersofts. Bedeutet, das könnte sich gegen Ende des Rennens vielleicht dann noch ein bisschen mehr auszahlen. Wir sehen von hinten, macht Gasly auf jeden Fall wieder Druck. Möchte sich natürlich hier die Position zurückholen. Oh, hier viel zu weit rausgekommen. Das hat definitiv was gekostet. Aber dass Räikkönen so weit hinten ist, das ist auch ziemlich überraschend, muss ich sagen. Der Ferrari, der scheint ja wirklich auch hier in Bahrain normalerweise sehr gut zu gehen. Sind wir auf jeden Fall in Schlagdistanz zu Van Dorn. Es hat sich so ein kleiner Train aufgetan vor uns. Sehen unten links auf der Karte, Mercedes ist im Nirgendwo. Die sind schon so weit weg. Sehen, wer ist der Verursacher dieses Trains? Das müsste ein Haas sein. Wir sehen Haas gegen Haas und dann ein Renault, dann der Sauber, dann der McLaren und dann kommen wir. Innenseite, letzte Kurve gegen Stoffel van Dorn und es reicht auch hier vorbeizukommen. Leclerc gegen Grosjean für das bessere Ende, für den Sauberfahrer. Und wir sehen hier Grosjean mit einer super, mit einem super schlechten Exit. Den können wir dann auch direkt kassieren. Sind jetzt in einem Punktrang, waren wir vorher auch schon, aber jetzt haben wir gerade mal unsere theoretischen Punkte in diesem Rennen verdoppelt, von einem Punkt auf 2 Pünktchen.
Und das ist doch schon mal ein relativ gutes Zeichen. Ganz spätes Bremsmanöver gegen Charles Leclerc und auch da gehen wir vorbei. Auch wieder mutig, aber durchaus machbar. Ich wollte gerade sagen, das ist ziemlich überraschend, wenn man bedenkt, was im Qualifying hier noch stattgefunden hat. Im Rennen scheint die Pace doch schon einen Ticken besser zu sein. Aber im Qualifying absolut gar keine Chance. Sind wir hinter Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen. Hülkenberg jetzt hier gegen Magnussen. Reicht das? Oh, Rad an Rad. Hülkenberg ist vorbei, wird jetzt wahrscheinlich auch DRS zur Verfügung haben. Wir haben aber auch DRS und doppelten Windschatten, haben hier einen extrem hohen Geschwindigkeitsüberschuss. Spät auf der Bremse, wir versuchen innen reinzugehen gegen Nico Hülkenberg. Leicht quergekommen das Auto, Hülkenberg geht wieder vorbei, schickt uns da in die Auslaufzone. Und das ist wieder die Möglichkeit für Leclerc vorbeizukommen und auch Magnussen kommt angeschossen. Jetzt hier vielleicht wieder mit der Innenseite, reicht es hier um vorbeizukommen an Charles Leclerc. Sieht nicht danach aus, Leclerc ist immer noch vorne. Sehen hier in der S-Kombination sind wir eigentlich schneller als der Sauberpilot. Oh, Leclerc hier mit einem stehenden Vorderrad, was uns die Position quasi schenkt. Das sieht man auch nicht alle Tage. Aber von P8 auf P7, jetzt gilt es natürlich wieder ranzukommen an Nico Hülkenberg, der natürlich von diesen ganzen Gekämpfe profitiert hat. Sehen unten links auf der Karte, Hülkenberg ist ein gelber Punkt, davor sehen wir einen rosanen Punkt, der aber wirklich schon, ja, gute 3 bis 4 Sekunden davor ist. Und davor sehen wir dann Ferrari und Red Bull und ganz weit davor sehen wir dann die beiden Mercedes. Ich denke mal, die ersten Boxenstopps, die werden jetzt gleich erstmal stattfinden. Da müssen wir natürlich schauen, wie sich das Feld so sortiert. Ich erkläre jetzt hier wieder mit der Möglichkeit, Windschatten und DRS, wir fahren Kampflinie. Keine Möglichkeit dafür, Leclerc vorbeizugehen. Machen einen kleinen Cut zur Runde 5 von 14. Wir sehen, Hülkenberg geht an die Boxengasse. Perez ist auch an der Boxengasse. Vettel ist an der Boxengasse. Hamilton ist an der Boxengasse. Jetzt haben wir nur noch Bottas und Ricciardo, die noch nicht an der Boxengasse gewesen sind. Und wir natürlich. Aber Ricciardo, unglaublich, hat sich auf den Softreifen qualifiziert mit wirklich dieser abnormalen Alien-Zeit. Also das ist echt... Das muss man sich mal wegstecken. Die krebsen hier irgendwo rum. Sekunden Abstand zu Danny Ricciardo. Wir haben gerade einmal 6 Runden gesehen in diesem großen Preis von Bahrain. Ricciardo ist auf die Spitzenposition gefahren. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 11,3 Sekunden. So, wir sind in Runde 7 angekommen. Wir sehen, Ricciardo ist immer noch draußen geblieben und Bottas ist in der Zwischenzeit an die Boxengasse gegangen. Räikkönen jetzt auf der neuen 3, auch noch nicht an der Boxengasse gewesen. Und der Abstand zu Ricciardo hat sich erhöht, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt Sainz wirklich pushe wie ein Irrer. Also viel mehr geht da echt nicht. Und ja, wir haben aber trotzdem das Nachsehen gegen Danny Ricciardo. Runde 8 von 14, es geht an die Boxengasse, um sich hier die Supersoft-Reifen zu holen und damit dann die letzten 5 Runden zu absolvieren. Kommen wieder raus auf der 8. Position hinter unserem Lieblingsgegner Nico Hülkenberg und vor Stoffel van Dorn. Grüne Flagge. Sekunden Abstand momentan zu Hülkenberg auf der 7. Ist auf jeden Fall machbar, wenn wir bedenken, dass wir jetzt noch 5 Runden zu fahren haben und hier die schnellsten Reifen momentan auf der Strecke haben. Mit einigen anderen natürlich, aber
Im direkten Vergleich zu Hülkenberg und Van Dorn haben wir jetzt theoretisch die Nase vorne. Der Abstand zum Führenden beträgt. Oh, wir sehen Räikkönen jetzt auch an der Boxengasse gewesen. Den haben wir noch überholt. Oh, Hülkenberg jetzt an Perez vorbeigegangen. Das ist ja was ganz Interessantes. Wenn die beiden sich jetzt da bekriegen, können wir vielleicht davon sogar profitieren. Sehen wir hier Runde 11 und 14. Wir sind näher rangekommen an Hülkenberg und Perez, die sich wieder einmal überholt haben. Und das bietet natürlich extrem gute Gelegenheiten. Wir sehen auch hier 21% hinten links die Abnutzung. Bisschen mehr als vorne. Ricardo mit einer 27.0, wir sind eine 28.1 gefahren, also sehen wir auch hier wieder, sind wir wesentlich langsamer als unser Teamkollege auf Ultimativ 110, obwohl wir theoretisch das gleiche Fahrzeug zur Verfügung haben, aber Räikkönen jetzt hier im Ferrari mit einer wesentlich höheren Topspeed, versuchen uns dann noch auf der Innenseite zu verteidigen, Kampflinie bremsen ganz, ganz spät, sodass Räikkönen da nicht vorbeigehen kann und können die Position noch verteidigen. Wird es auf jeden Fall kritisch, die Position gegen Räikkönen zu verteidigen auf der einen Seite und gleichzeitig zu attackieren gegen Sergio Perez auf der anderen Seite. Da gibt es nur eine Lösung, und zwar Vollgas geben, bis es nicht mehr geht. Wir sehen auf jeden Fall direkt den Schlagdistanz zu Sergio Perez in Force India, und auch Hülkenberg ist nicht mehr weit weg. Es könnte hier theoretisch noch ein fünfter Platz werden, wenn hier alles perfekt läuft, aber bevor hier alles perfekt gelaufen ist, sehen wir noch zwei Runden. Wir sehen jetzt hier, Perez hat DRS und wir sehen, wir sind im Overtake-Modus und fett, und trotzdem ist Perez auf der Geraden wesentlich schneller als wir. Das unterstreicht so ein bisschen, dass diese Strecke dem Red Bull überhaupt nicht zugute kommt, muss man sagen. Dirty Air, die macht sich auf jeden Fall bemerkbar. So, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, Overtake und Fett-Modus. Aber Perez zieht wieder weg wie ein Irrer. Diese Topspeed ist echt nicht normal. Hülkenberg. Spätes Bremsmanöver wieder auf die Innenseite. Wir quetschen uns vorbei. Das nenne ich mal eine Dive-Bomb, aber auch hier wieder, meiner Meinung nach ein absolut mutiges Manöver, aber meiner Meinung nach auch fair, muss man sagen, denn wir nutzen einfach die Lücke und gehen vorbei. Das ist mit einem minimalen Wheelbanging verbunden, aber ich meine, das ist Racing, das ist Motorsport. So, und jetzt sind wir auf der sechsten Position und das sind gerade einmal 8 WM-Punkte in der Theorie. Und wenn wir jetzt noch an Perez vorbei kämen, dann wären das 10 WM-Punkte. Und wenn man bedenkt, von wo wir gestartet sind, dann wäre das wirklich eine unglaublich gute Aufholjagd gewesen. Haben noch anderthalb Runden Zeit, um den Angriff auf Perez auszuführen. Wir sind auf jeden Fall im DRS-Fenster, haben hier noch genug Benzin, um die ganze nächste Runde fett zu fahren und nochmal einen Angriff zu wagen. Wir sehen, Perez ist auf den Softreifen und wir sind jetzt direkt dran mit Schlagdistanz. Jetzt wird wirklich sehr kritisch für Perez. Perez jetzt hier mit einer ganz schlechten Durchfahrt durch die letzte Kurve und dann nutzen wir einfach den wesentlich höheren Grip-Vorteil und gehen hier auf die fünfte Position hier beim großen Preis von Bahrain. Und jetzt sehen wir Hülkenberg nochmal mit der Möglichkeit und auch Räikkönen kommt angeschossen. Also hier ist noch gar nichts entschieden, es kann sich noch was tun. Wir haben hier noch eine DRS-Zone und dann noch, ja okay, eigentlich eine DRS-Zone. Da hätte Räikkönen nochmal die Chance und wir sehen, Räikkönen ist vorbeigegangen an beiden Fahrzeugen. Und ich denke mal, sich gegen den Ferrari zu verteidigen, wird wesentlich schwieriger sein, als sich gegen einen Hülkenberg oder einen Perez zu verteidigen. Wir sehen, wir sind gerade einmal 50.000stel Sekunden langsamer als unsere persönliche Bestzeit. Also hier lassen wir gerade gar nichts auf dem Tisch liegen. Hamilton führt das Feld an. Oh, das war ganz knapp jetzt hier.
versuche mir Räikkönen keinen Windschatten zu geben, fahre ein bisschen aus der Ideallinie raus. Räikkönen jetzt hier schon mit dem Geschwindigkeitsüberschuss. Also wir sehen, der Ferrari ist auf den Geraden wesentlich massiv schneller. Aber dieser fünfte Platz, der wäre so wichtig nach diesem wirklich relativ enttäuschenden Saisonauftakt in Melbourne. Würden wir uns auf jeden Fall eindrucksvoll zurückmelden und zeigen, dass hier irgendwie doch was möglich ist, wenn alle Planeten in einer Reihe stehen. Letzte Kurve dieses Rennens. Räikkönen ist da, aber wird es höchstwahrscheinlich nicht mehr schaffen. Und es ist der fünfte Platz hier beim großen Preis von Bahrain. Und das ist wirklich ein extrem zufriedenstellendes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass wir von der 14. Position hier in dieses Rennen reingegangen sind. Tja, Mercedes einmal mehr auf P1 mit einer 27,6 als schnellste Runde und das sogar auf den Softreifen. Ich bin auf den Super Softs eine 28,1 gefahren. Ja, ich würde mal sagen, gegen Mercedes hatte hier und heute absolut gar keine eine Chance. Okay, Danny Ricciardo war jetzt nicht so weit weg von Bottas, aber ja, für mich war hier und heute absolut nicht mehr drin und ich denke, das unterstreicht auch so ein bisschen, dass die KI hier in Bahrain wirklich abnormal schnell ist. Ja, haben wir leider hier unser Teamziel verpasst. 600 Ressourcenpunkte gehen uns dadurch die Lappen. Da muss ich mich in Zukunft mal ein bisschen mehr drauf fokussieren. Ein tolles Ergebnis. Du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Dein letztes Ziel hast du nicht erreicht. Das wird uns beim Verhandeln nicht gerade in die Karten spielen. Verliere in Zukunft die Ziele nicht aus den Augen. Ja, danke, habe ich nicht vorgehabt. Wir sind am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Rennen hier und heute Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, 60 Daumen nach oben wären auf jeden Fall richtig nice. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei 50% Grand Prix in China.